Wenn man von alten Phantasialand-Attraktionen spricht, hat man meistens Klassiker wie die Gondelbahn, die Silbermine oder Galaxy vor Augen. Im Laufe der mittlerweile 55-jährigen Historie des Parks gab es jedoch auch immer wieder mal Angebote, die sich nicht lange gehalten haben, schnell aus der Mode gerieten oder nur übergangsweise eine Lücke füllen sollten. Um genau diese Attraktionen wird es im nun folgenden Video gehen. Bevor wir beginnen, gibt es noch ein paar wichtige Hinweise. Erstens, wir werden die Attraktionen chronologisch thematisieren. Wenn zwei Attraktionen im gleichen Jahr eröffnet wurden, ziehen wir die Bestandszeit als zweites Kriterium heran. Zweitens, aufgrund fehlender Motive konnten wir nicht alle vorgestellten Attraktionen visuell untermalen, weshalb wir stellenweise auf entsprechende Parkpläne ausweichen mussten. Drittens, als wir mit den Planungen zu diesem Video angefangen haben, dachten wir, dass wir maximal 5 oder 6 ehemalige Attraktionen zusammenkriegen. Bei näherer Betrachtung ist uns jedoch aufgefallen, dass es sehr viele Attraktionen gibt, die in das Schema dieser Produktion passen. So sind letztendlich 15 Kapitel zusammengekommen, die wir nicht aufsplitten wollten, weshalb wir uns dazu entschieden haben, alle in ein Video zu packen. Und nun geht es endlich los. Kapitel 1 – Ruder- und Tretboote. Aus heutiger Sicht kann man sich nur noch schwer vorstellen, dass der 30.000 Quadratmeter große Mondsee mal der Dreh- und Angelpunkt des Phantasialandes war. Die Seeräuberfahrt nach Cartagena zählte jedoch jahrelang zu den Hauptattraktionen des Parks. Doch obwohl die Reise in die Piratenstadt von Anfang an Bestandteil der Planungen war, konnte sie erst im Jahr 1968 eröffnet werden. Über die entsprechenden Gründe kann man nur spekulieren. Eventuell gab es Probleme technischer oder finanzieller Natur. So kam es jedenfalls, dass der Mondsee, der damals noch Märchensee hieß, im ersten Jahr in Ruder- und Tretbooten erkundet werden konnte. Kapitel 2 Marionettentheater. Da Richard Schmidt, einer der beiden Parkgründer, es schade fand, dass die für das Fernsehen mühevoll erstellten Puppen und Kulissen nach meist nur einer Produktion im Fundus des jeweiligen Senders verschwanden, beschloss er, sie einem großen Publikum zugänglich zu machen. In einer leerstehenden Stuhlfabrik entwarf er die ersten Puppen und Kulissen für das Phantasialand. Dass daraus Teile der ersten Attraktionen hervorgingen, ist dir sicher bekannt. Doch hast du auch das Marionettentheater auf dem Schirm, das sich von 1967 bis 1970 am Ufer des Märchensees befand? Kapitel 3 – Ponyreitbahn. Die Ponyreitbahn gehörte zu den ersten Phantasialand-Attraktionen überhaupt. Ursprünglich befand sie sich ungefähr dort, wo heute die Special Location Quantum steht. Bauarbeiten und Umstrukturierungen führten jedoch zu einem baldigen Standortwechsel und so wanderte die Ponyreitbahn im Jahr 1974 in die Westernstadt Silver City. Dort blieb sie jedoch nur 2 weitere Jahre. Kapitel 4 – Autoscooter. Beim Autoscooter handelte es sich um ein Kirmesfahrgeschäft, das im Jahr 1968 eröffnet wurde und in erster Linie auf Kinder zugeschnitten war. Die Attraktion befand sich am Ufer des Märchensees, was aus heutiger Sicht völlig undenkbar wäre. Sie wurde im Jahr 1986 zusammen mit dem Santa Fe Western Express und der Oldtimerbahn abgebaut. Hier wurden erstmals die erheblichen Platzprobleme des Parks deutlich, denn einen dermaßen großen Einschnitt inklusive der Entfernung beliebter Familienattraktionen hatte es im Phantasialand bis dato noch nicht gegeben. Kapitel 5 – Moonwalk. Wenn man vom Moonwalk spricht, hat man sofort ein Bild von Michael Jackson im Kopf. Dabei hat der im Jahr 2009 verstorbene King of Pop den legendären Tanzschritt nicht einmal erfunden, sondern nur weltweit verbreitet. Im Phantasialand war der Moonwalk nicht musikalischer Natur, sondern eine Traglufthalle mit Hüpfanlagen, die im Jahr 1972 eröffnet wurde. Zuerst befand sich der Moonwalk gegenüber von der Gondelbahn, aber als das Café Oriental errichtet wurde, zog
zog er auf die andere Straßenseite um. Er wurde jedoch bereits im Jahr 1973 wieder entfernt, da das Phantasialand mit der Westernstadt Silver City, der Wildwasserbahn und dem Phantasialand-Jet mehrere Großprojekte für diese Fläche geplant hatte. Obwohl man auf den Gedanken kommen könnte, dass der Park den Spielplatz aufgrund der Verbundenheit zu Michael Jackson so genannt hat, ist das mit Blick auf die Existenzzeit nicht der Fall. Kapitel 6 Tretrikscha-Fahrt. Kaum eine andere Phantasialand-Attraktion verdient die Bezeichnung Lückenfüller so sehr wie die im Jahr 1977 eröffnete Tretrikscha-Fahrt. Sie befand sich lediglich für eine Saison im Park und ersetzte die im Jahr zuvor geschlossene Ponyreitbahn. Leider gibt es von dieser Attraktion nahezu kein Bildmaterial. Die Tretrikscha-Fahrt richtete sich in erster Linie an Kinder. Kapitel 7 Künstlerpavillon. Beim Künstlerpavillon handelte es sich um eine Kunstausstellung, die im Jahr 1980 hinter dem Brandenburger Tor eröffnet wurde. Allerdings wurden nicht nur Fremdwerke vorgestellt, die Gäste konnten auch selbst kreativ werden und Bilder mittels einer Zentrifuge erstellen. Die Resultate konnte man mit nach Hause nehmen. Der Künstlerpavillon wurde geschlossen, um Platz für das erste Pferdekarussell zu machen. Kapitel 8 Minigolfplatz. Der Minigolfplatz befand sich von 1984 bis 1989 hinter dem Brandenburger Tor. Genauer gesagt an der Stelle, auf der anschließend das Penaten-Kinderparadies errichtet wurde. Heutzutage befindet sich dort ein Teil des Kaiserplatzes. Die Nutzung der Attraktion war nicht im Eintrittspreis inbegriffen. Sowohl die Schläger als auch die Bälle konnten vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Das Phantasialand war übrigens nicht der einzige Freizeitpark, der seinen Besuchern einen Minigolfplatz zur Verfügung gestellt hat. Vergleichbare Anlagen befanden sich unter anderem im Europapark, im Hansapark und im Heidepark. Der Hype war allerdings schnell wieder vorbei. Auf alten Parkplänen wurde der Minigolfplatz nur zeichnerisch erwähnt. Kapitel 9 China-Ausstellung. Chinatown bestach von Anfang an durch seine Detailgenauigkeit. Für den im Jahr 1981 eröffneten und 25 Millionen D-Mark teuren Themenbereich wurden über 1,3 Millionen keramische Einzelteile in China angefertigt und nach Deutschland verschifft. Das Endergebnis stieß überall auf größte Anerkennung und gipfelte bekanntermaßen in die Verleihung der taiwanesischen Kulturmedaille für die Verbreitung chinesischer Kultur. Auf Basis dieser positiven Zusammenarbeit entstand im Jahr 1985 schließlich die China-Ausstellung, die aus zwei verschiedenen Bereichen bestand. Im ersten Areal stellte das Phantasialand über 100 verschiedene Kulturgegenstände aus, die dem Park von der Volksrepublik China zur Verfügung gestellt wurden. Im zweiten Sektor konnte man chinesischen Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen. Die China-Ausstellung war übrigens die weltweit erste chinesische Kulturausstellung auf privater Ebene. Sie war jedoch nicht im Eintrittspreis enthalten und kostete eine Versicherungsgebühr in Höhe von einer Mark. Kapitel 10 Yeti. Der Yeti wurde 1989 in die Nähe vom Superglobe gestellt und befand sich in einer kleinen grauen Höhle. Das Prinzip aus dem Märchenwald, die Aktivierung der mechanischen Puppe den Besuchern zu überlassen, fand auch hier Verwendung. Um den Yeti in Aktion treten lassen zu können, musste man einen dafür vorgesehenen Knopf betätigen. Wirklich viel gab es hier nicht zu sehen, da der Yeti lediglich ein paar unterschiedliche Laute von sich geben und ein bisschen gestikulieren konnte. Warum man die Kreatur Yeti nannte, ist nicht ganz klar, denn eigentlich handelt es sich beim Yeti um ein weißhaariges Wesen aus dem Himalaya. Die Puppe aus dem Phantasialand war jedoch braun, weshalb einige Gäste dachten, dass es sich nicht um den Yeti, sondern um Bigfoot handeln würde. Kapitel 11 Wasserbombenspielplatz. Über diese Attraktion gibt es so gut wie keine Informationen und noch weniger Bildmaterial. Der Wasserbombenspielplatz sollte im Jahr 1997 installiert und am Eingang von Colorado Adventure postiert werden. Der Park war jedoch nicht glücklich mit dem Endergebnis und schloss den Wasserbombenspielplatz nach kurzer Zeit wieder. Ein Experiment, das nicht geglückt ist und nur einen knappen Sommer lang hielt. Kapitel 12
Captain Blackbeards Piratenflotte. Gentlemen. Zugegeben, hierbei handelte es sich eher um ein Spiel und weniger um eine Attraktion, aber wir wollten dieses Angebot trotzdem mit in unsere Liste aufnehmen. Captain Blackbeards Piratenflotte bestand aus den Resten des Wasserbeckens, das zum für die weißen Tiger von Siegfried und Roy angelegten Gehege gehörte. Da diese Stelle des Parks über Jahre hinweg keinen Nutzen hatte, entschloss man sich dazu, ein provisorisches Spiel einzurichten, das in erster Linie Kinder ansprechen sollte. Es ging darum, Modellboote mit einer Wasserpistole zu steuern. Eine Route war hierbei nicht vorgegeben, sodass man sein Boot entweder ziellos durch das Becken manövrieren oder ein Wettrennen gegen andere Gäste starten konnte. Die Teilnahme an diesem Spiel kostete eine Gebühr von einer Mark bzw. später einem Euro. Die Piratenflotte wurde Ende 2004 geschlossen, um Raum für die Bauarbeiten am Themenbereich Deep in Africa zu schaffen. Kapitel 13 – Silverado Up and Down. Bei dieser Attraktion handelte es sich um eine Trampolin-Bungee-Anlage, die im Laufe ihrer 13-jährigen Geschichte 4 verschiedene Namen hatte. Von 2002 bis 2009 befand sie sich im linken Turm von Woostown und hörte auf die Namen Woosie's Going Up und Wamazonen Flugcenter. Zur Sommersaison 2010 wanderte die Attraktion in den Themenbereich Mexiko, wo sie als Silverado Jump neu eröffnet wurde. Um eine Verwechslung zur zwei Jahre später gestarteten Show auszuschließen, nannte man sie schließlich Silverado Up and Down. Diesen Namen behielt die Anlage bis zu ihrer Schließung im Jahr 2015. Die Nutzung dieser Attraktion kostete anfangs noch einen kleinen Aufpreis, der mit den Jahren jedoch gestrichen wurde. Die Attraktion richtete sich in erster Linie an Kinder, konnte aber auch von Erwachsenen genutzt werden. Allerdings gab es Gewichtsbeschränkungen. Die Besucher mussten mindestens 19 und durften höchstens 99 Kilo wiegen. Kapitel 14 – Bullenreiten. Von 2004 bis 2009 wehte ein Hauch von Rodeo durch das Phantasialand. Die polnische Firma VIV, die auch über Standorte in Deutschland und Österreich verfügt, lieferte einen mechanischen Bullen nach Brühl, der von den Besuchern gezähmt werden musste. In den Anfangsjahren, in denen die Teilnahme noch Geld gekostet hat, stand die Attraktion im Außenbereich der Westernstadt Silver City. Wenige Jahre später zog der Bulle jedoch in den Western Saloon um. Das lag vor allem daran, dass der alte Standort schaulustige Gäste anzog, wodurch es zu blockierten Durchgängen kam. Als der Western Saloon eine Special Location wurde, wanderte der Bulle nochmal für kurze Zeit nach draußen, bis er Ende 2009 schließlich komplett aus dem Angebot genommen wurde. Die einzelnen Runden wurden von einer Live-Entertainerin des Parks kommentiert. Kapitel 15 – Klettergarten. Als Bombergen Mitte 2009 eröffnet wurde, war Vacobato dort nicht die einzige Attraktion. Bis ins Jahr 2012 befand sich hier außerdem ein Klettergarten. Dieser musste jedoch im Zuge eines Rechtsstreits geschlossen werden. Derselbe Rechtsstreit hatte damals zu der Maßnahme geführt, Vacobato an allen Sonn- und Feiertagen zu schließen. Theoretisch existiert der Klettergarten noch, allerdings ist er mittlerweile komplett zugewuchert. Das waren 15 ehemalige Phantasialand-Attraktionen, die man nicht sofort im Kopf hat, wenn man an die alten Zeiten des Parks denkt. Wie wir bereits in der Einleitung erwähnt haben, sind manche Angaben etwas vage, aber wir haben versucht, die erwähnten Attraktionen so genau wie möglich zu schildern. Wenn du eine davon noch live miterlebt hast, kannst du uns das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst. Bis zum nächsten Mal, dein Freizeitblog.